Ja, hallo und herzlich willkommen zu Bleakshore, wenn das so ausgesprochen wird. Ja, ein Indie-Horror-Game, ungefähr 20 bis 30 Minuten, was wir heute mal spielen werden, mit einem Headset-Mikro. Ich werde jetzt eine ganze Woche, nur als Ankündigung, dass ihr das hier in dem ersten Video seht, eine ganze Woche lang verschiedene Headset-Mikros nutzen, dass ihr mal ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie der Sound so ist. Und ich mache bei mir hier ein bisschen leiser. Und ja, das ziehen wir mal eine Woche durch. Ich weiß nicht, wie das hier sein wird. Das Video könnte auch absoluter Crap sein. Spielen wir mal das Spiel. Okay. Ola hat mir eine Voicemail da gelassen. Der Sound hat immer raus, hat immer abgebrochen. Also habe ich nicht alles verstanden. Hey Honey, ich bin seit zu Hause. Blackshore, was? Ich liebe dich. Okay. Also schätze ich mal, ich bin hier einfach zu Blackshore gekommen und wollte rausfinden, ob es ihr gut geht. Es ist wahrscheinlich nichts und ich hätte wahrscheinlich nicht herkommen müssen, aber hier bin ich jetzt. Okay. Ja, ich werde auch jedes nochmal, jedes Mikro, jedes Headset in der Beschreibung verlinken. Ich kriege kein Geld für die Scheiße. Ich will euch einfach nur mal vermitteln, weil viele von euch wahrscheinlich auch Gamer sind und zocken und sich wahrscheinlich dafür interessieren, welches im Teamspeak oder bei Discord oder so ganz gut ist. Und da kann ich euch vielleicht mit den Videos ein bisschen einen Anreiz geben. Deswegen ziehen wir erstmal eine Woche durch. Okay, wir sind hier irgendwo im Nichts. Das Spiel soll ungefähr eine halbe Stunde gehen. Was macht das hier? Ein Foto, was ich am Tag aufgenommen habe, an dem wir uns getroffen haben. Okay, draußen bei den Dünen, beim Leuchtturm. Okay, wir scheinen ja an irgendeinem Strand zu sein. Und wir scheinen den Ort zu kennen. Okay, sprinten können wir nicht. Ja, das Spiel soll wirklich halt eine halbe Stunde gehen. Das ist quasi ein Walking Sim mit einer mehr oder weniger guten Story anscheinend. Geben wir es uns mal. Heilige Scheiße. Haben wir ein Inventar? Haben wir irgendein. Nee. Nicht. Wow. Wow, 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 wow. Können wir ins Wasser? Nee. Okay, das ist klar abgegrenzt. Das ist klar abgegrenzt. Wir können mal den Strand entlang laufen. Übrigens habe ich jetzt auch Dreadort beendet. Nur so nebenbei. Das heißt, das nächste Projekt kann auch kommen, aber ich versuche jetzt ein paar Projekte auf dem Zweitkanal ein bisschen nachzuholen und die ein bisschen aufzufrischen. Okay, geht's hier rein zwischen den Dünen? Ich weiß nicht, ob wir im Wald laufen müssen oder. Es war ja die Rede von einem Leuchtturm. Deswegen. Ah, was ist das? Okay, hier gibt's einen scheiß Weg. Okay. Orlas alte Brille. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich sie auf mich drauf. Was? Okay, als ich auf den draufgesessen habe. Wir haben sie wieder zusammengeklebt, aber. Sie waren danach niemals mehr dieselben. Okay, ich bewundere diese Purple Flame. Okay, diese lilanen Gläser immer noch sehr. Du hast ja auf die Brille deiner Freundin gesetzt. Bist du blöd? Obwohl, ich habe meine Brille auch verbogen. Ich habe sogar zwei von der hier. Exakt dieselben. Ich habe anscheinend eben einiges geskippt. Wahrscheinlich geht es dann hier, also da weiter. Sounds sind nicht schlecht. Können wir rein? Nee. Alter. So viele verschiedene Wege. Okay, da ist noch was. Allein, dass einem das Spiel hier quasi keine Richtung vorgibt. Du kannst dann halt nicht ins Wasser gehen oder so, aber du hast dann sich so viele Wege. Und schätze mal, wenn du alles findest oder so, all diese weißen Punkte, halt, kriegst du eine gute Story raus oder was? Mein erster Anzug. Warum würde Orla den hier hinbringen? Ja, ich war so nervös, ihn anzuprobieren. Sie hat mich so supportet dabei. Okay, die Dysphoria hat mich wie ein Stein getroffen, als ich mich selber im Spiegel gesehen habe. Aber da habe ich mich irgendwie, Scheiße, Alter! Aufgeregt gefühlt.
Es hat gar nicht mal so schrecklich ausgesehen. Das musste ich mir mal wieder selber sagen. Okay. Wahrscheinlich die Erkenntnis hat ihn dann getroffen. Alter, hier sind so viele Wege. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, das habt ihr eben nicht gesehen, ist glaube ich auch eins, was für die Haunted PS1 Disc 1, 2 oder irgendwas entwickelt wurde. Ist eine Sammlung von PS1-artigen Games. Collection werden wir vielleicht auch mal spielen. Ziemlich, ziemlich cool. Ich habe es halt auf Itch.io gefunden. Aber es sieht geil aus. Und der Pixel-Stil passt natürlich total. The fuck? What the fuck? War das ein Event, was passieren kann? Random, oder? Ey, sag nicht, wenn man unsere Frau ermordet oder so. Okay, das war gut. Das hat ein bisschen Blair Witch Vibes. Jetzt bin ich fucking paranoid. Ja, gut, ich schätze mal, wir sollten mal lieber auf dem Weg bleiben. Okay, das hat das Ganze nochmal auf ein anderes Level gehoben. Allein, dass du ein Horrorspiel auch am Tag machen kannst, mitten in der Natur, ist auch nochmal so eine Sache. Die meisten würden sagen, das geht gar nicht, du brauchst richtige Atmosphäre. Ja. Die Geburtstagskarte, die sie mir letztes Jahr geholt hat. Alles gut zum Geburtstag, Izzy. Ich hoffe, dass das bevorstehende Jahr ziemlich cool wird, okay? Hast du gewusst, dass du wunderschön bist? Ich liebe dich so sehr. No. Ich tue mich immer noch schwer damit, Komplimente wie diese zu glauben. Okay, scheiße. Haben wir sie umgelegt oder ist sie gestorben? Kommen wir nicht drüber weg? Irgend sowas? What? What? Heilige Kacke. Auch die Sounds nebenbei. Das ist ein gutes Game. Weil einfach, dass an sich nichts passiert, nur Atmosphäre wirkt. Ola hat dieses alte zerfletterte Buch sehr geliebt. Eldritch Horror Stories, Band Nummer 4. Ich erinnere mich noch, als ich sie darauf hingewiesen habe, in diesem alten Buchladen. Warum würde sie sich einfach auf dem Boden liegen lassen? Keine Ahnung, aber da hinten scheint es anscheinend noch was zu geben. Okay, ich wette, wir haben jetzt schon einen ganzen Haufen Kram übersehen. Du Scheiße. Aber das ist so gut. Das war ihre Lieblingstasse. Sie ist zerbrochen. Was ist passiert? Warum bin ich hierher gekommen? Okay, ich glaube, am Strand lang zu laufen wird nichts bringen. Dass sie manchmal auftaucht irgendwie. Das ist so fucking creepy und auch hinter Bäumen. Du kannst dir nicht mal sicher sein, habe ich da jetzt was gesehen? By the way, ich hoffe, ihr hört mich die ganze Zeit gut. Nehmen das ja auch übrigens gerade so, wie ich alle Headset-Mikrofone dann aufnehmen werde, mit dem Klinkenstecker, also mit dem Y-Stecker am AG03 auf. Das heißt eigentlich so unverfälscht, wie es eigentlich geht. Nur halt nicht direkt am PC angeschlossen. Macht aber nicht wirklich einen großen Unterschied. Warum ich mir das außerdem ausgedacht habe, diese Woche, keine Ahnung, ich hatte Bock. Ich habe mich erinnert, dass wir mal diese Color Fiction Games Woche gemacht haben. Und sowas ähnliches könnte man ja wieder machen. Okay, da ist noch was.
Was ist hier? Ihr Hut, okay. Was? Gnädigen, das weiß ich nicht. Ich erinnere mich, als ich das für sie gemacht habe. Okay, ach, der hat den Hut geflochten oder was? Okay, sie war so glücklich, selbst wenn ich es ein bisschen versaut habe. Er hat nicht richtig gepasst. Ich habe nicht versucht, ihn nochmal zu machen. Ich habe immer gedacht, dass sie ihn nicht wirklich leiden kann. Okay, wir haben auf jeden Fall kein gutes Selbstbewusstsein. Und denken, dass sie uns vielleicht nicht wirklich mochte. Ich weiß nicht. Ich würde mal vermuten, dass sie gestorben ist, aber wir es nicht verkraften konnten. Alter, die Atmo, ne? Du weißt nicht, was das für Geräusche sind. Das hört sich ja nicht natürlich an. Okay. Eine Kette, die wir aus einer Muschel gemacht haben, die wir am Strand gefunden haben. Okay, und hat sie für mich gemacht, als wir von unserem Jubiläum hier zurückgekommen sind. Ich fühle mich immer noch komisch, sie zu tragen. Vielleicht hätte ich sie mehr tragen sollen. Ja, Alter, deine Freundin hat die für dich gemacht. Die Kette trägst du. Beide Wege führen... Okay, einer führt zum Strand, einer führt her. Was zum Teufel ist das? Wow. Okay, einfach mit einem Baum replaced den Platz. Quasi, ach, da war nichts, da war einfach nur ein Baum. Es gibt mir so leichte so Ostsee- oder Nordsee-Vibes, einfach so durchs Watt zu laufen. So schön. Nein, wir können nicht durchs Wasser, leider. Ich hab keine Ahnung, ob das hier überhaupt richtig ist. Aber ich höre von dort die ganze Zeit Geräusche. Okay, wir haben es irgendwie hier geschafft. Wahrscheinlich musst du einfach den Geräuschen folgen, ne? Steht sie da oben oder so? Ist da irgendwer? Nee. Aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr am Leben, ne? Hey, Baby, bist du hier? Oh, Alter, die Mucke. Das macht ja eigentlich die warme Atmosphäre total kaputt. Sie hat einfach da gestanden, still, emotionslos, hat einfach aufs Meer geblickt. Ich habe sie an der Schulter berührt und sie hat sich erschreckt. Die Tränen in meinen Augen haben meine Sicht versperrt. Ich habe gebrüllt, es tut mir so leid. Sie hat gesagt, es ist okay. Okay, jetzt hat Sachen aus ihrer Tasche einfach verloren. Sie wollte nur hier hin, um nachzudenken. Es
sind einfach die ganzen Erinnerungsstücke rausgefallen. Oh, also ist es tatsächlich eine gute Story gewesen. Und nicht mal ein schlechtes Ende. Wahrscheinlich waren die Einbildungen, die wir hatten, diese geisterhaften Einbildungen halt wirklich irgendwie nur Halluzinationen. Ihr ist nichts passiert, sie war einfach nur hier. Ah, hier fürs Haunted PS1 Disc. Okay. Und für ein Game Jam. Okay, geiles Game. Du machst dir tatsächlich mehr Gedanken darüber, wie es eigentlich ist. Also die Auflösung am Ende ist ein bisschen lame, aber an sich ziemlich cool. Das Spiel kriegt von mir eine Mini-Bewertung, eine 7 von 10. Ich hab mal gucken, was die Entwickler vielleicht noch gemacht haben, weil die Atmosphäre und alles war nicht schlecht. Exit? Yes, no. Ja, vielleicht haben wir nicht alle Erinnerungsstücke gesehen, aber das auch am Ende, die Umgebung war cool, dass alles am Ende halt zum Leuchtturm geführt hat, war ein bisschen offensichtlich, ja, hätte man sich denken können. Aber gutes Game. Mal schauen, mit was für einem Mikro wir morgen antreten. Und ob das überhaupt hier gut ankommt, ist mir egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.